Ja, moin Leute. Heute habe ich mir hier ein paar Akkuzellen gekauft, die 18650er von Samsung, die 29E. Und jetzt wollte ich die einmal testen, einmal den Innenwiderstand messen und zeige euch mal, wie das geht, ne? Und dann will ich die später vielleicht mal hier in diesen Pack hier einbauen, also in dieses Gehäuse hier. So, also Innenwiderstand messen. Erstmal gucken wir uns hier. Die ist jetzt komplett vollgeladen. Wir haben jetzt hohe Spannung 4,207. Geben wir jetzt mal hier im Taschenrechner ein. Ich mache jetzt kein Komma, einfach 4,207. Jetzt habe ich hier eine Last. Ich habe jetzt eingestellt auf 1 Ampere. Habe ich jetzt hier mit der. Hier steht jetzt 0,95, ne? Aber mit der Messzange habe ich nochmal gemessen. Die ist ziemlich genau und da ist genau 1 Ampere. Fließt dann hier durch. Und wenn ich jetzt anschalte, dann fällt die Spannung. Und die muss man dann einfach minus die rechnen. Und dann geteilt durch 1, aber dann bleibt dann sowieso das gleiche. Das zeige ich euch jetzt mal. Wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, dann hat dieser Akku hier kurz eine Last von 1 Ampere. Dann fällt die Spannung runter. Das wollte ich dann merken. Oder ich mache jetzt schon mal hier minus 4,1 ungefähr. Viel tiefer wird hier nicht fallen. Also 4,1 6,4,6,3 6 3 machen wir mal. Gleich 44. Heißt dann 44 Milliohm. Wie gibt das dann? Müsste jetzt eigentlich noch geteilt durch den 1 Ampere rechnen. Aber da kommt dann das gleiche raus. Ne? Wenn man jetzt 500 Milliampere nehmen würde, als Last, ne, hier, dann müsste man geteilt durch 2 machen. Dann hätte man halt die Hälfte. Ne? Aber so komme ich direkt auf 44. Im Datenblatt steht, dass die 45 Milliohm haben. Das heißt, das kommt wirklich sehr genau hin mit dieser Rechnung. Also klappt das so ganz gut, kann man so wirklich die Akkus durchtesten. Ja, jetzt teste ich die auch nochmal auf die Kapazität. Ich habe jetzt hier 2,5 Volt eingestellt. Die Unterspannung. 2,5, da müssen die, ist so die Entspannung oder Schlussspannung von den Lithium-Ionen-Zellen. Die darf man nicht entladen. Und ich entlade die mal mit 2,7 Ampere ungefähr. Also 1C. Dann gucken wir mal, wie viel wir da rausbekommen. Machen wir so 2,7 ungefähr oder 2,75. Steht da im Datenblatt. Jetzt entlade ich die mal. Spannung fällt jetzt auf 4. Also bei 2,7 Ampere fällt die Spannung auf 4,55 Volt, ne? Jetzt zeigt das Ding mir hier an. Wattstunden. Volt. So, jetzt haben wir 3,96 Volt. Das ist hier jetzt ein bisschen mehr, weil jetzt die Spannung wird jetzt genau hier in den Kontakten abgenommen, obwohl ich hier ist auch ein Ding dran extra. Aber passt ungefähr. Ah, scheiße, ich habe das hier falsch gemacht. Ich muss nochmal auf 0 stellen. Ich habe das nicht auf 0 gestellt. So, ich habe jetzt nur auf 0 gestellt, weil hier war nämlich die vorhin getestet und da war schon was. Da waren schon 700 mA drauf. Jetzt habe ich die weggemacht. Ja, jetzt sind ein paar Milliampere weg, aber irgendwann müsste man gleich mal 10 mA drauf rechnen oder so.
So, weiter geht's. Okay, bis später. So, jetzt haben wir hier 2,65 Volt. Jetzt gleich müsste der abschalten. Ich habe 2,5 Volt. Und dann gucken wir mal gleich. So, jetzt hat er abgeschalten. Jetzt haben wir insgesamt 2717 mA plus am Anfang habe ich ja noch mal eine Minute vielleicht oder so schon mal eingeschalten. Da hat er schon ein bisschen was rausgezogen. Dann kommt man wahrscheinlich schon so auf die 2750, also dieses Minimal, was die haben müssten. Also passt schon mal so, ne? Da sind wir da bei 2750, vielleicht 760 mA pro Ladung. Passt halt ganz genau hin eigentlich, ne? Ja. Ich habe die jetzt, die Zellen, glaube ich, aus Holland, glaube ich, kommen, die habe ich die bestellt. Und die sind richtig günstig eigentlich gewesen. Die habe ich jetzt pro Zelle mit Steuer, mit Versand und alles, kriegt man dann für 2,70 oder 2,79, glaube ich. So normal hier bei eBay und so kriegst du die gerade mal. Also wenn du jetzt nicht auf Menge kaufst, kostet eine knapp 4 Euro oder so. Also passt das eigentlich ganz gut, ne? Ja. Ja, passt das auf jeden Fall. Würde ich mal sagen, Leute, haut rein.